Hi, ich bin's Lisa von Einfach Lilienhaft. Heute gibt's ein neues Setup für den Monat August und es wird ein bisschen bunter, denn wir stickern heute mit diesen wunderbaren Stickern von Temporary Circus, einem jungen Label aus Berlin mit wunderhübschen süßen Stickern und auch temporären Tattoos. Den Online-Shop verlinke ich dir in der Videobeschreibung, also schau dir das da gerne mal genauer an. Es gibt jetzt auch für die Einschulung passend wunderhübsche Tattoos, die man in die Schultüte super packen kann. Ich habe mich für das Setup an den Farben der Sticker orientiert und habe jetzt hier auf die Pentel Brush Sign Pens zurückgegriffen. Habe also genau geguckt, welche Farben wir hier schon haben und die dann quasi als Stifte verwendet. Starten wir mal mit unserer Coverpage. Die muss natürlich sein. Und da suche ich mir jetzt direkt mal welche aus, die ganz gut passen könnten. Ich glaube, ich starte direkt mit dem Igel, aber bevor ich den Igel platziere, werde ich erstmal August lettern und dafür nehme ich eben diesen hellblauen Ton und lettere August in die Mitte der Seite. Gar nicht so groß, sondern eher ein bisschen dezenter, so dass da noch genug Platz ist, um die Sticker zu platzieren. So, wenn ich mein Lettering gesetzt habe, dann kann ich auch mit den Stickern anfangen, also diesen Igel. Den finde ich echt super süß. Der kommt hier unten in die Ecke rechts. Und dann schaue ich mal, was ich hier noch habe. Es sind ja so verschiedene Sprüche hier auch mit dabei. Roll with it finde ich sehr passend. Mit dem August kann man auch mal wieder die Inline-Skates auspacken. Und deshalb klebe ich jetzt hier auch noch so ein Inline-Skate. So ein Rollschuh ist das ja eher hin. Und das finde ich schon mal sehr süß, um das ein bisschen hervorzuheben, das Lettering. Werde ich jetzt hier wieder so Linienschatten einsetzen. Das ist immer eine gute Möglichkeit, um eben eine Farbe eines Letterings dann noch ein bisschen herauszuheben. Und weil ich finde, dass sonst die Seite etwas zu wenig Kontur bekommt, umrande ich jetzt auch noch die Sticker mit so einer Outline, so dass die wirklich so ein bisschen sich auch abheben und damit auch wieder so ein bisschen größer werden auf der Seite. Hier unten kommt natürlich ein Kalendarium hin, das darf nicht fehlen, das kennt ihr ja schon von mir. Und da gibt es natürlich oben drüber auch die Möglichkeit, das dann nochmal mit der Farbe entsprechend zu versehen. Und drumherum gibt es einfach so ein paar Akzente und damit ist meine Coverpage für den August auch fertig. Dann starten wir mal in die erste Seite und hier lege ich eine Monatsübersicht an, die ich jetzt schon mal so grob skizziert habe. Und bevor ich das jetzt nachzeichne mit dem Fineliner, platziere ich jetzt erstmal den ersten Sticker, diese Katze, die hier gefesselt ist oder umschlungen von Lichterketten. Und danach zeichne ich eben die Linien alle nach mit einem sehr dünnen Fineliner. Das ist jetzt ein 01er. Fineliner, den Fineliner verlinke ich dir gerne unten in der Videobeschreibung auch. Und dann setze ich an die Seiten die Überschriften für die Wochentage. Hier greife ich alle vier Farben auf, die ich eben ausgesucht habe und setze die einmal so komplett um für die Woche. Das finde ich ganz hübsch und bringt auf jeden Fall einen schönen Farbakzent rein. Auf der rechten Seite von dieser Monatsübersicht ist jetzt noch ein bisschen Platz und da könnte man ja Keep Going platzieren, denn für den nächsten Monat könnte man hier schon ein bisschen Platz nutzen. Die Monatsübersicht bekommt natürlich noch ein paar Daten an der Stelle hier. Die werden auch ganz klein unten rechts in die Ecke geschrieben, finde ich sehr praktisch. Und wie gesagt, hier drüben kann man dann schon Sachen sich eintragen für den nächsten Monat, damit man da eben alles im Blick behält. Auf der rechten Seite, da habe ich natürlich jetzt eine Menge Platz. Insgesamt mache ich das ganze Layout im August sehr kompakt, weil ich selber merke, dass ich gerade nicht so viel schreibe im Bullet Journal. Und deshalb lege ich jetzt hier auf der rechten Seite den Reflexionsbereich an. Und da lege ich auch nur eine Zeile pro Tag an. Ich hatte in den letzten Monaten ja zwei Zeilen pro Tag. Das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber momentan bin ich wieder ein bisschen fauler, was das Eintragen angeht. Deshalb wieder eine Zeile pro Tag. Darüber ist dann Platz für einen Tracker. Und in meinem A4-Format funktioniert es ja eben sehr gut, dass ich das Ganze auch wirklich praktisch anlegen kann, eben in Leserichtung. Also ich habe wirklich die Möglichkeit, 31 Tage so anzulegen und da links noch
eine Legende anzulegen. Also das passt alles sehr gut. Und darüber habe ich dann natürlich noch mehr Platz und den nutze ich auch. Und erstmal kommt hier dieser Sticker noch hin, dieser BAM-Sticker. Der muss definitiv dahin und wird auch wieder umrandet, weil ich, wie gesagt, finde, dass es gut sich abhebt. Sonst ist die Papierfarbe auch relativ einheitlich mit meiner Sticker-Unterseite. Und deshalb finde ich das schöner, wenn die noch so ein bisschen umrandet sind. Aber das ist Geschmackssache. Und hier kann ich jetzt Ziele und Wünsche notieren. Das habe ich so lange jetzt schon gemacht. Und für mich hat sich das wirklich bewährt, so den Monat einfach so ein bisschen einzuleiten und sich darauf vor allen Dingen zu freuen. Was auf jeden Fall noch hin muss, ist so ein Donut hier. Und den platziere ich hier unten noch. So viel Platz für den nächsten Monat brauche ich dann bestimmt nicht. Und dann schauen wir auf der nächsten Seite. Da lege ich mir jetzt meine kurze und knackige Wochenübersicht an. Ich starte mit dem 2. August. Du kannst natürlich auch mit dem 1. August starten und dir dann eine Wochenübersicht für 8 Tage anlegen. Vielleicht wäre das eine gute Möglichkeit. Ansonsten ist es ja eher klassisch, dann eben mit den ersten 7 Tagen zu starten. Und ich nutze dann eben hier so ein Mini-Weekly, so nenne ich es immer. Also das sind 4 cm hohe Kästchen. Auf A4 ist das ja trotzdem noch relativ groß. Und dann habe ich wirklich diesen Bereich, wo ich so mir grobe Aufzeichnungen machen kann. Und auf der rechten Seite davon starte ich dann direkt mit meinem Daily Log. Hier oben kann ich natürlich auch noch einen Sticker platzieren, kommt noch ein Rollschuh dazu. Das passt hier unten noch ganz gut hin. Meine Sonntage sind sowieso immer ein bisschen schmal gehaltener. Und damit das ein bisschen vom Überblick jetzt noch besser ist, trage ich hier auch nochmal die Wochentage ein. Nicht, dass man sich da schnell verschreibt, weil man eben sich vertut in den Wochentagen. Und das mache ich jetzt mit diesem Blauton, der auch einen schönen Kontrast darstellt zu den sehr hellen Stickern. Also das passt auf jeden Fall gut zusammen. Und insgesamt bin ich damit sehr happy und freue mich schon, in diese Woche dann starten zu können. Das ist es also, mein August-Setup mit ein bisschen BAM drin und mit ein paar bunten Gestalten mit dabei. Also mal ganz was anderes, aber ich hatte wirklich mal Lust, im August mal wieder ein bisschen zu experimentieren. Schreib mir unbedingt in die Kommentare, wie dir das Setup gefallen hat, ob du ein Freund von Stickern bist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu einem neuen Video.